Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich freue mich schon seit ein, zwei Wochen auf die Fahrt heute, weil ich heute mal wohin fahre, was eigentlich ein Bäcker ist, aber in meinen Augen auch echt ein Unternehmer der Zukunft, aber dazu später dann mehr. Außerdem habe ich heute eine Beifahrerin und die hat ein schönes, auch ist eine Tesla-Fahrerin, ich habe die über ein Forum kennengelernt. Und die fährt ein sehr schönes Tesla Model S, das blende ich immer ein bisschen ein. Und ja, was ich daran sehr cool finde an ihrem Auto ist, dass sie, wie viel hast du jetzt runter, Mia? Du hast? 430.000. 430.000 runter hat. Und ich muss ja selber sagen, ich bin jetzt seit gut 15 Jahren auf der Straße, also habe einen Führerschein und kenne einige, die Verbrennerautos fahren. Aber eigentlich glaube ich, das Höchste, was ich so kenne, sind Autos so mit ungefähr 300.000 Kilometern auf der Uhr. Und ich kenne jetzt drei Tesla-Fahrer. Der eine hat über 1 Million Kilometer runter. Dann einmal sie mit über 400.000 und einmal ein mit über 300.000 Kilometern. Und das halt eigentlich zu Autos, wo ja die meisten denken, dass das Ganze noch nicht funktioniert. Aber naja, also mir zeigt es immer wieder das Gegenteil. Und ja. Und wie gesagt, wir werden heute mal ein bisschen da wieder hinfahren. Ich werde dann auf jeden Fall auch noch filmen. Ich weiß ja nicht, Mia, wie ist das so mit dem Autopilot für dich? Hätte ich auch gern. Ja, aber man muss ja sagen, ihr Tesla Model S hat es leider nicht. Du hast 2015er Baujahr. 14er sogar. Herbst 2014, da gab es den noch nicht. Da gab es den noch nicht. Also 2012 wurden die angefangen zu produzieren, ne? Ja, Tesla Model S. Ich glaube, in Europa gab es die erst 2013. 2013 oder so, das könnte sein, ja. Und von daher, ihr Auto hat das leider nicht. Und ich wollte ihr nämlich ein Geschenk machen, und zwar so eine Manschette, die man ins Lenkrad macht. Aber da hat sie gesagt, das habe ich ja leider gar nicht. Ich sage, und ja, jetzt genießt sie das. Und ihr kennt mich ja, ich fahre gerade wieder schön gemütlich in einem LKW hinterher. Und sie kennt das ja noch gar nicht. Und ja, wir haben jetzt gerade wieder eine ruhige Fahrt vor uns, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Und ich werde dann auf jeden Fall ein bisschen filmen, wenn wir da sind, und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, hier sind wir jetzt angekommen in unserem Ziel, und zwar ist das der Roland, die Bäckerei Roland Schüren. Nee, von Düsseldorf, wird auch Ladebau Kreuzhilden genannt. Ist ein Riesenfan vom Tesla-Chef Elon Musk und in meinen Augen halt auch ein Bäcker-Unternehmer der Zukunft, weil er voll auf das Thema geht, eben E-Mobilität. Ja, seine ganzen Transporter vom Fuhrpark her sind, hat er mit der Firma Street Scooter zusammengearbeitet und sind quasi, soweit ich weiß, alle elektrisch oder halt gasbetrieben. Hinten auf seinem Hauptgebäude sowie auf den Carports sind Solarzellen drauf, der hat an jeder Säule, soweit ich es gesehen habe, hat der im Prinzip Ladepunkte dran oder zwei halt, so dass links und rechts jemand laden kann. Ja, ich sag mal, jedes zweite Auto ist also ziemlich ein Tesla, und wenn man da halt mit dem Verbrenner vorfährt, dann ist man schon was irgendwie ein bisschen Außenseiter. Und ja, hier ist jeden Samstag auch ein Hepto, das heißt ein Treffen von E-Mobilisten, wo man sich quasi austauschen kann. Und ja, ist schon sehr schön, was er da macht. Also das ist schon echt top. So, ja, hier war auch ein YouTuber da, von dem ich ein großer Fan bin, der Nino vom Buzzing Nansai Blog. Der macht sehr, sehr schöne Videos. Und der ist da quasi Probe gefahren, weil der einer war, der hatte den neuen Peugeot. Ich glaube, das war der E208. Und ja, der war da gerade Probe gefahren, sagt, fährt sich gut, das Auto ist nagelneu. Und ja, da frage ich jetzt auch gleich mal, ob ich mich mal reinsitzen kann, und dann mache ich da mal Sitzprobe. Sieht auf jeden Fall sehr sportlich aus, war halt auf dem Lenkradstand GT, also es ist, glaube ich, schon auch die GT-Variante gewesen, also halt die Sportvariante. Ja, hier setze ich mich jetzt mal rein. Und ja, also das Display oben mit der Anzeige da, das ist 3D, wobei ich jetzt da in der Zeit nicht wirklich sagen kann, was da in den Vorteilen dabei sein soll, dass es 3D ist, das weiß ich nicht. Ja, rechts das Display war nicht schlecht, das war zum Fahrer gerichtet, das war nicht so verkehrt. Ansonsten halt noch ziemlich viele Knöpfe und Tasten. Und ja, wie gesagt, ich war halt nur ein paar Sekunden drin, also ja, wem es gefällt, den gefällt, und ja, dem anderen halt nicht so.
Genau, Nino filmt von draußen noch ein bisschen. Ja, ich habe jetzt dann mal kurz draußen gesprochen mit dem Besitzer vom Auto. Der sagt halt so, dass er, dass das Auto halt über die, weil ich habe gerade gefragt, ob der vorne einen Frunk hat wie die Tesla. Sagt er, nein, hat er leider nicht. Weil das quasi so produziert wird wie der Mercedes EQC. Das heißt, das läuft mit über die den, Verbrennerplattform. Das heißt, Benzin und Diesel und E-Autos werden auf einer Produktionslinie gebaut und deswegen kann man halt, muss man halt Abstriche machen. Ich meine, für die Hersteller gut, für die für die Konsumenten halt dann ein bisschen halt Abstriche machen. Das ist halt ein bisschen schade. So, ja. Hier kam man gerade, das ist jetzt ein bisschen weiter vorher gewesen, hier kam jetzt gerade Nino von der Probefahrt wieder. Hier sieht man es jetzt auch mal ein bisschen von außen, das Auto. Ist halt, ich sag mal, ein kleiner Stadtflitzer. Ne? Ich weiß es auch nicht von Angaben her, wie groß die Batterie ist oder Reichweite oder irgendwas. Oder vom Preis her kann ich euch jetzt gar nicht sagen. Wer da Interesse hat, der kann da sicherlich googeln, sollte man sicherlich da finden. Genau, da der E208. Ja, Nino testet Lenkeinschlag. So, ja, bei mir war es halt so, das war da, wo ich gerade angekommen war. Da kam gleich einer an und sagte, oh, hier, ich bin total Tesla-Fan, darf ich mich da mal reinsetzen? Und dann habe ich gesagt, hier, komm, kein Problem, setz dich ruhig mal rein. Und ja, der war, sagt, total Technik-Fan und dann sagt, Tesla fasziniert ihn total und der findet das Auto so richtig super. Sieht man ihn, glaube ich, auch an. Und ja, hat man ja nicht selten, dass Leute dann Grinsen kriegen, wenn sie in das Auto einsteigen. Und ja, dann haben die da auch noch was beim Hepto, das kommt jetzt gleich, wer die weiteste Anreise hat, der kriegt ein kleines Geschenk und das war an diesem Tag zufälligerweise ich. Ich hatte eine Anreise von 280 Kilometer und da bekomme ich quasi einen Präsentkorb. Blende ich auch nochmal dann ein, was da dabei war, so alles. Den hatte ich dann auch mal gefragt, den Mitarbeiter, ob ich dann mal bitte hoch durfte, weil ich wusste, dass die oben einen Ausblick haben auf das Carportdach. Hier sieht man jetzt quasi die Solarzellen drauf. Und ja, ich glaube, der produziert halt schon nicht wenig Strom. Na, und ja, darunter sieht man ja die Autos, wo ich eben gestanden habe. Ja, also es ist schon sehr, sehr beeindruckend, was der sich da aufgebaut hat. Und vor allen Dingen unten in der Stube, wir waren ja, ich glaube, ungefähr 2 Stunden da. 2,5 Stunden, was da halt für ein Betrieb war. Ich meine, es war Samstag, ist halt Wahnsinn. Ne? Also da waren, kommen und gehen wieder die meisten Leute vom Aufland her. Bleiben halt auch sicherlich ein paar Stunden, weil halt immer irgendwas los ist. Man kann sich unterhalten. Und das war schon echt faszinierend da. Das war schon richtig, hat Spaß gemacht da. Ja, ja, im Treppenhaus habe ich dann nochmal ein kleines Bild gefunden, weil er halt so ein Tesla-Chef ist. Tesla-Fanboy ist. Hat er da schön im Flur hängen ein Foto. Auf dem Bild ist halt auch der Roland Schüren ein bisschen mit drauf. Ich weiß nicht, ob die sich schon mal so begegnet sind live, aber er ist halt ein sehr großer Fan von ihm. So, ja, leider hat das an dem Supercharger auch nicht funktioniert mit dem Ton, weil ich ja dasselbe Setup hatte. Sehr, sehr schade, muss ich wirklich sagen, weil ich so sehr viel vom Video wegschneiden muss, weil es, glaube ich, sonst nicht so schön wird. Also, das ärgert mich selber sehr. Jedenfalls, was ich bemerkenswert fand, ist, als wir da bei dem Bäcker noch waren, weil das war, also der Supercharger war dann nur, ich glaube, einen Kilometer weg oder so, als wir bei dem Bäcker noch waren, hat die Miriam mir das Navi eingestellt, weil ich quasi das Ladekabel weggeräumt habe. Und da ist mir gleich im Display aufgefallen, da stand eine Meldung, dass quasi der Akku temperiert wird. Es ist quasi immer so ein Problem, wenn man mit so einem Auto auf Langstrecke, mit einem E-Auto, wo eine Säule fährt, und da, ich sag mal, die Ströme gleich, ich sag mal, die hohen Ströme kommen sollen, muss entsprechend der Akku temperiert werden. Das ist halt ein Riesenproblem, ich sag mal, wie gerade im Winter, man fährt mit einem kalten Akku wohin, dann kann er halt nicht gleich, ich sag mal, 200 kW reingepumpt werden, sondern der Akku muss temperiert werden.
Und das ist halt, ich weiß nicht, wie es bei anderen da jetzt ist, ich weiß halt nur, bei Tesla ist es halt so, weil die halt dieses Supercharger-Netz haben, da ist halt das System so abgestimmt, wie da fährt man halt eine Route, wo, ich sag mal, eine Lader oder zwei sind, dann wird halt, ich glaube, so 10 Minuten, 15 Minuten vorher, merkt quasi das System, okay, er will da laden und dann wird dementsprechend halt der Akku temperiert. Das ist natürlich nur eine super Sache und dann kann man auch gleich mit den hohen Strömen anfangen. So, ja, hier sieht man jetzt quasi, wie wir da angekommen sind an dem Supercharger. Ja, nicht nur, es stehen da halt zu 90% Teslas rum. Es ist ja halt auch da, wie gesagt, ein Tesla-Ladepark gewesen. Aber nur provisorisch, also nicht wundern, wieso es da so baustellenmäßig aussieht. Da entsteht ja erst noch was. Ich kann das auch mal verlinken, den Nino vom Densei-Blog. Der hat ja schon mal ein Video gemacht, was da der Roland Schürn und Tesla und so aufbauen will. Das ist schon echt super. Ja, die Ladestation, das ist war sehr interessant, das zeige ich aber gleich nochmal, weil das ist quasi alles nur provisorisch hingestellt und da hat halt Tesla extra sowas entworfen, so Palettencharger. Das heißt, weiß ja nicht, die vorne halt war halt dieses Teil, wo das draufgeschraubt ist, irgendwie vorne die da halt in. Ich weiß ja nicht, wie das jetzt mit den Kabeln da abläuft, also sehen tut man keine. Aber sieht halt schon interessant aus, also wie das da nur auf den Paletten so provisorisch steht. Da waren jetzt 16 Stalls und ja, die haben eine dementsprechende Leistung, also da ist halt quasi nur ein Kommen und Gehen. Ne? Und ich sag mal, der Roland Schürn, der arbeitet halt hier schon, ich sag mal, mit Tesla so von sich aus, denke ich, aber auch mal da gut zusammen, weil der hat quasi da jetzt schon einen Wagen hingestellt und die verkaufen da quasi ja, Essen, Trinken. Und einfach, dass man sich da halt ein bisschen die Zeit vertreiben kann, haben da auch schöne Bänke rausgestellt und so. Und da muss man wirklich sagen, also das macht er echt super. Das klappt wirklich gut. Kann man stolz sein auf Leute, solche Unternehmer im Land zu haben, die sich dafür sowas einsetzen, die irgendwo ein Ziel vor Augen haben, halt genau wie der Tesla-Chef. Und ja, sorry, wenn ich das so Tesla so lobe, aber ich weiß halt nicht. Es ist halt... ja, ich weiß nicht, die anderen Hersteller, die kommen ja da irgendwie nicht so hinterher und das ist, ja, es ist halt einfach so. Ja, hier hat er noch einen kleinen Pappaussteller gehabt. Und, ja, das soll es auch jetzt damit schon gewesen sein vom Video. Wie gesagt, ich will es gar nicht so weit in eine Länge ziehen. Ich hoffe, es war trotzdem interessant. Also, wie gesagt, ich hätte es, glaube ich, ein bisschen bedauert, wenn ich da heute hingefahren wäre und die ganzen Aufnahmen hätte und ich hätte jetzt mir gesagt, ich will das, nicht zusammenfassen, vielleicht wieder der Peugeot oder so, vielleicht interessiert es ja einen oder den Bäcker, dass man sowas mal sieht. Ne? Ich blende jetzt auch nochmal ein, wie gesagt, was bei dem Bäcker, bei der Tasche alles dabei war. Und ja, wollen wir hoffen. Ich habe mal übrigens auch eine neue Kamera bestellt, aber das zeige ich dann nochmal. Und dann wollen wir hoffen, dass das nächste Video besser wird. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao, ciao.